Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei BrickBrad.at. Schön, dass ihr wieder alle einschaltet. Heute mal wieder was ganz was Tolles für euch. Und zwar hat uns die Spielzeugwelt Triggerbuch-Ebner ein Modell zur Verfügung gestellt zum Aufbauen. Das Ganze erscheint am 1. März, also haben wir noch ein paar Tage hin. Es handelt sich dabei um die Speed Champions Serie. Das ist der Ferrari 512M aus dem Jahr 1970. In den 70er Jahren hat er mehrere Langstreckenrennen dominiert quasi. Das Ganze ist von der Größe her wesentlich größer als die ersten Serie der Speed Champions Reihe. Wir sehen es da schon. Also das da vorne ist 4 breit, da haben wir nochmal 2, also allein das ist schon 6 breit, 8 breit. Und dann noch der Seitending, kannst sagen, ist fast 10 breit, 10 Noppen breit. Echt cool! Das Ganze ist die Produktnummer 76906, 8 plus und kostet ungefähr 20 Euro. Schauen wir es uns genauer an. 291 Teile, Ferrari exklusives Logo, offiziell Product. Das ist halt schon cool. Also kannst sagen, was willst du, aber sowas macht es halt schon super cool, so ein Produkt. Der Reifen ist 1:1. Da sehen wir das Auto noch einmal mit ein paar Hinweisen. Unterseite, Oberseite haben wir alle schon gesehen. Rückseite schaut richtig cool aus. Oh, also das Bild allein ist richtig cool. Da ist auch, da seht ihr, wie es original ausgeschaut hat. Ja, auf jeden Fall ein legendäres Auto, was jetzt rauskommt. Die Speed Champions Reihe an sich ist ja für zwei Sachen bekannt, für richtig coole Autos und für richtig viel Sticker. Da haben wir die Hoffnung, dass es da nicht ganz so schlimm wird. Also wir sehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 80, 90, 100 Sticker circa werden es wieder sein. Schauen wir uns das Ganze an. Öffnen wir das Set und lassen wir uns mal überraschen. Ja, in den 70er Jahren, Ferrari. Generell, Ferrari ist einfach eine ganz besondere Marke. Ganz besondere Geschichte. Wir sehen die Sticker. Von der Zahl her sind 11, 13 ist das höchste, 15 ist das höchste. Das geht ja fast. Und dann haben wir die Anleitung, die klassische Speed Champions Anleitung. Schreibt es gerne in die Kommentare rein, wie findet ihr die Veränderung? Ist es gut oder schlecht, dass die Autos größer im Maßstab werden, breiter? Ich glaube, das Auto hat von der Größe her 4 cm hoch, 7 cm breit und 15 cm ist das lang, laut Herstellerangaben von Lego. Ferrari hat fürs Gleiche. Na, ja, ist klar. 1:1 ist natürlich größer dann. Oh, cool mit dem Anzug. Da haben wir gespannt. Das ist ein bisschen über 100 Seiten. Zwei Bauabschnitte, eigentlich auch oft bei Speed Champions, dass wir das haben. Dann gehen wir da ein bisschen runter, so aus dem Bild raus. Und dann fangen wir an zum Bauen. Also wie gesagt, es hält sich in Grenzen. Wichtig ist, dass nicht so viele ganz, ganz kleine Sticker sind aus meiner Sicht. Die großen Sticker, klar, können sich auch lösen. Ich denke mal, das ist ein Modell, was vielleicht als großes auch sehr gut ausschaut. Ich meine, richtig genial ist das Gewand und allein deswegen wird das Auto richtig beliebt sein irgendwann. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Da sitzt ein Fahrer mit dem bedruckten Gewand. Das ist einfach, was die Autos, also das zeichnet einfach die Speed Champions Serie aus. Da sitzt sogar die Hose leicht bedruckt. Der Anzug mit dem Ferrari-Logo, einfach ein Traum wirklich. Ganz, ganz toll. Kino, großes Kino, was Lego da hat. Speed Champion Serie. Ich muss mir echt schauen, dass ich die ganzen alten Produkte auch bekomme. Ich habe von den ersten Jahren ganz viel. Dann habe ich jetzt echt wenig gekauft, weil wenn es halt 5, 6 Stück kauft. Du hast noch die alternativen Haare dabei, die zeige ich noch schnell. Da schaut er richtig lässig aus, der Fahrer. Was noch cool wäre, wäre halt irgendwelche Namen von den Fahrern damals drauf, aber dann hast du wieder vielleicht extra Lizenzkosten. Wenn du das vergleichst mit den Ferrari-Sets, was damals gehen hat, Formel 1 und so, was die Sticker gehabt hast, die sie jetzt ablösen, da ist das halt, das bedruckt ist halt einfach so wichtig. Schade, dass die restlichen Teile nicht bedruckt sind. Ich denke, aus meiner Sicht, es gibt, also das Lego hat da einfach den, wie sagt man, den Bären abgeschossen mit dieser Serie, weil einfach ein Traum ist. Das, was am meisten gefehlt hat in der Lego-Systemreihe, Fahrzeuge, richtig coole Fahrzeuge, haben es mit dem einfach auf einen Schlag behoben. Dass es größer ist, dass
alte, viel breit und so. Wirklich tolle Lizenz. Und es geht ja nicht, es sind ja nicht nur Rennautos, es sind ja ganz normale Autos auch da dabei, mit denen man dann toll verwenden kann. Es hat ja bei Forza Horizon 4, Entschuldigung, nicht Forza, sondern Forza Horizon, das ist was anderes. Okay, es ist dann das 4er, ja, das 5er. Ja, da hat es ja den DLC gegeben, da hast du ja mit den Autos dann im Computerspiel fahren können, was halt richtig cool war. Und ihr seht schon, die Bautechnik ist ja richtig geil schon. Und dann geht's weiter. So. Weiter geht's mit, dass man viel doppelt bauen wird, ist eh klar. Das ist übrigens 5er Teile, gell? Also ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, da reden wir von 5er Teilen, nicht von 6er Teilen. 5x1. So, dann haben wir auf der untersten Seite noch einmal was. Und ihr seht jetzt schon, wie schnell es da eigentlich vorangeht. Das Hauptproblem sind oft wirklich die Sticker bei den Sets. Und ja, da muss man dann halt irgendwann durch, aber. So, das da. Dann Scharnier. Okay. Ist das die Vorder? Das könnte vorne für die Motorhaube sein, die dann so runtergeht. Schaut verdächtig danach aus. So, passt perfekt zusammen da. Ihr seht schon, das ist jetzt langsam die Basis, die wir da bauen. Ah, jetzt bauen wir das Teil da rein. Das ist auch ein cooles Teil. Zum Teil kannst du so viele neue Rennautos bauen. Wir haben als Kind damals eben versucht, viele Rennautos zu bauen, weil wir da in allen möglichen. Da hast du halt so wenig Möglichkeiten gehabt. Du hast das Teil nicht gehabt so oft. Wenn jetzt kaufst du einfach 20 Ferraris und dann kannst du ganz viele andere Autos auch bauen. Mit anderen Teilen, wenn du mal diese Grundplatten halbwegs gut bekommst und jetzt denkst, was, also Wahnsinn, was man da, also die Speed Champions Serie, da kannst, also wie gesagt, Sticker, okay, und alles andere ist Traum. Speed Champions ohne Sticker wäre, glaube ich, einfach nur GG. Es wäre nämlich interessant, wenn sie das machen würden, einfach, wenn sie sagen, okay, wir bringen jetzt einfach. Und wenn es 10 Euro teurer ist, was? 30 Euro fürs gleiche Lego-Set und alles bedruckt von dem Auto und das gleiche für 20 Euro anbieten. Und dann, wenn du die Rabatte bekommst, die es heute üblich sind oder so, zu Weihnachten oder sonst generell oft, dann kannst du schauen, wie das Ganze sich entwickelt. Also generell, also wenn es die Möglichkeit gäbe, ein bisschen mehr zu zahlen und man zahlt eh schon so viel für die großen, für die 18 Plus Lego-Sets und so. Ja, und dann ist es halt so. So, das ist das da. Echt lässig, oder? Ich meine, Ferrari ist ja ziemlich bestraft worden in der Formel 1. Werdet ihr wahrscheinlich mitbekommen haben als große Fans von der Formel 1 oder Autos und aber ja, durch sind sie jetzt ein bisschen hinten nach gewesen. Ich bin echt gespannt, wie es heuer die Entwicklung ist. Komplett neues Design quasi bei den Autos, da ist alles wieder möglich für Ferrari.
Bin ich mega gespannt auf diese Formel 1 Saison. Langstreckenrennen sind sie ja eher mit den GTs vertreten. So, da müssen wir jetzt das erste Sticker aufgeben. Und das ist das erste, was ich überhaupt nicht verstehe. Also, ja, da habt ihr Sticker. Aber ich verstehe es nicht. Das macht einfach null Sinn, weil da gibt es fast, ob das jetzt 3 oben hat oder 2, und als 2 gibt es bedruckt oder so. Zumindest als Flat-Teil gibt es bedruckt. Sagen wir jetzt mal Flat Modified halt. Oder Slope Modified, Slope. Was weiß ich. Und das ist was, was ich überhaupt nicht verstehe und was mich stört. Ich weiß nicht, ob das mit Lizenzsachen zu tun hat, ich kann es mir nicht vorstellen. Bei den Speed Champions gibt es immer auch diese großen Sets. Ja, es gibt halt so viele tolle Lego-Sachen. Aber wenn die Leute schimpfen, ich sehe das nicht so. Also klar, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber wenn ich denke, mit gewissen Zeiten in meiner Kindheit, wo es Sachen gegeben hat. Ich meine, es hat immer coole Sachen gegeben, auch in der Zeit. Die Sachen waren ja cool, also die Umsetzung hätte halt viel, viel besser sein können. Aber wenn ihr an Rescue oder so denkt, das war einfach nur genial und klar, ich habe dafür andere Sachen verpasst, aber dafür bin ich mit dem belohnt worden. Und ja, dann haben wir das da jetzt schnell. 4, den Haken, links und rechts. Und was haben wir noch? Ah, das gehört so hinten rauf, nicht? Quer. Nein, nicht. Ich meine, der schaut schon richtig cool aus. Und dann haben wir das da. Jo, und wie gesagt, von der Bauzeit her können wir ja sagen, jetzt sind wir bei wieder, also auch da, eine halbe Stunde wirst du schon bauen, also viel Stunden pro Bauabschnitt. Eins fehlt noch. Das kommt dann beim nächsten Bauabschnitt an. Dann haben wir diese Teile noch. Perfekt. Und ihr seht schon, wie das Ganze langsam Form annimmt und echt schon lässig ausschaut. Also es ist halt auch von der Länge her ein Set, was man dann auf einmal auch aufbauen kann und hochladen. Andere Sets, was dann 2 Stunden dauern oder so, ist das ein bisschen komplizierter. So. Die Auspuffrohre, echt cool. Also das sind diese in dieser Farbe halt, leicht chrom oder was, in dieser Farbe diese gleichen Teile, die wir gestern beim Harry Potter Set verbaut haben. Dort als Kerzen, jetzt bauen wir es als Auspuff ein. Das ist Lego. Lego vom Feinsten. Generell, bei den Speed Champion Sachen, wenn du siehst, wie aus gewissen Teilen dann irgendwelche echt cool Sachen auf einmal entstehen, von einem Bauabschnitt auf den anderen, von schaut irgendwie aus auf, oh ja, jetzt erkenne ich es. Ist halt echt cool, diese Momente. Mag ich sehr gern. So, jetzt haben wir Rest da, mit dem da. Und das gehört auf der Rückseite auf so ein Teil drauf. Und das kommt. Ah, das ist der Sitz, die Lehne, schaut euch das an, genau so was meine ich. Genau so was meine ich. Da denkst du nur, warum jetzt nur einmal baut? Ja, jetzt weißt du das, weil es die Lehne nur einmal gibt. Und jetzt haben wir das noch da auf der Seite. Wichtig ist nach innen. Das ist jetzt da, dass das so reingeht. Und dann haben wir den Motor, den wir jetzt bauen. Und ein Ferrari-Motor bauen ist immer was Besonderes, denke ich mal. So. Das bauen wir jetzt auch zweimal. So. Ihr seht, wie das gebaut ist. Ich lege es da mal hin. Aber jetzt bauen wir das gleiche umgekehrt. So, wieder, also es wird beide Male so verbaut und wenn es das dann so zusammen tut, ist eine geile Bautechnik, oder? Ja, Lego hat sich verändert. Und das tust du jetzt hoch, dann hast du in dem Fall einen Vierzylinder-Motor, ne? Dann musst du jetzt da einfach reingeben.
der wird einfach so reingehen, indem er mit dem gelben Teil und dann befestigt wird. Passt da irgendwie farblich nur zu Ferrari, also da kannst du jetzt nicht beklagen viel. Shell und Ferrari haben ja doch oft ihre Partnerschaften gehabt. Gut, dass die Werbung eingeblendet ist. Werbung für alles heute. Aber ja. Also meine Meinung, Speed Champion Serie, eine der besten Serien, die Lego erfunden hat. Ich habe zu wenig davon gekauft wahrscheinlich und müsste mehr kaufen. Das Problem ist ein bisschen der Preis, weil da echt sehr starke Schwankungen sind. Ob du jetzt Listenpreis zahlst oder 30-40% Rabatt bekommst, ist halt ein Riesenunterschied. Wenn du jetzt nicht nur eins kauft oder. Also die sind ja doch sehr stark rabattiert auch und ja, ist generell bei Lego leider. Also ich finde es leider, ich finde es schade. Also mich stört's. Ich hätte lieber ganz normale Preise, die die Händler einfach anbieten und nicht Rabatt. Aber die Menschen kaufen halt nur, wenn es Rabatt ist. Und leider entwickelt sich die Welt immer mehr dazu, dass du halt nicht mehr ins Geschäft gehen kannst und einen normalen Preis zahlen kannst, weißt, der mithalten kann danach. Ah, das war jetzt genau verkehrt drauf dann. Wir sind jetzt, das gehört ans Ende. So. So, das gehört jetzt wieder so raufgesteckt, das rote Licht nach innen. Auf beiden Seiten, dann seht ihr, wie das ausschaut. Schließt da wunderbar ab da hinten. Toll. So. Jetzt wird es wieder spannend. Jetzt haben wir das 5er-Teil. Ich finde die 5er-Teile echt cool. Also, auch wenn die Leute sagen, Lego hat es nicht erfunden, das mag schon sein. Aber Lego hat es jetzt auch eingeführt und ich finde es super. Weil das halt echt viele Sachen toll zum Bauen macht oder erleichtert und neue Möglichkeiten bietet. Immer super. Und ja Leute, lasst euch nicht sagen, es ist falsch, Lego zu bauen. Ich sehe das genau umgekehrt. Im Moment gibt es so viel die Diskussionen um das ganze Thema, dass da der Spaß oft ein bisschen untergeht und einfach die Freude daran, dass es echt coole Sets gibt. Sticker hin, Sticker her. Also gut. Bitte Lego, wenn ihr das Video seht, tut die Sticker weg. Ich glaube, Niemand auf der Welt ist euch böse, wenn ihr die Sticker weggebt und alles bedruckt. Niemand. So, jetzt bauen wir das weiter. Die anderen Teile sind jetzt, die sind fast nur mehr einzeln. Also wir haben da noch dann ein spannendes Teil. Genau, das wollte ich gerade sagen, das ist das da. Und vorne noch. Und dann sind wir fast fertig. Da ist ein Sticker, Leute. Ein ganz kleiner 7er Sticker. Ich habe mich schon gefragt, was da passiert. Kann ja nicht sein, dass wir da nicht. Also, erster Bauabschnitt. Haben wir echt wenige Sticker gehabt. Klar, die Außensachen kommen erst, aber ich glaube, das ist jetzt schon der kleinste. Die zwei kleinsten Sticker haben wir vielleicht schon hinter uns, wenn wir Glück haben. Und naja, nach vorne gerichtet, die Sticker. Dann kommt die Seite da jetzt da. Da ist wichtig, wie du das anbringst. Also da wirklich schauen, die richtige Richtung. Ich meine, ihr könnt das jederzeit ändern wieder. Und dann sind wir fertig mit dem ersten Bauabschnitt. Ein paar Teile sind extra. So schaut das Ganze aus. Noch schaut es aus wie UFO. Aber man kann es, glaube ich, schon die Richtung erkennen. Und wenn wir mit dem nächsten Bauabschnitt fertig sind, dann sind wir happy, glaube ich. Dann sind wir happy, wenn wir da beim nächsten Bauabschnitt gut rauskommen. Ja. Ha. Schaut euch das an. So viel zum Thema, wir haben keine Sticker. Alles ist voll mit Stickern. Und zwar jetzt noch.
5. Wo ist 5? 5? Da muss man mal durchatmen, wenn man dann umblättert und sagt, gut, ihr könnt es einfach weglassen. Ja, dann mögt ihr, habt viele Möglichkeiten. Ich meine, der Vorteil ist, es sind nicht die kleinsten Sticker, der Nachteil ist, es schaut halt immer blöd aus. Also ihr könnt der größte Stickermeister sein und trotzdem wird der Sticker schief sein. Seht ihr es jetzt eh, es passt einfach nicht. Es passt einfach vorne bis hinten nicht und es ist einfach so schade. Es wäre so einfach alles. Aber. Ganz schief. Es ist egal. Sticker können schief raufklebt. Machen wir uns nichts vor. Wenn Lego Sticker bringt, dann müssen sie damit leben, dass sie halbherzig raufklebt werden. Es baut ja nicht jedes Set ein Kind auf. Es bauen ja genug die Erwachsenen. Aber die Geduld für Sticker, ja, ist jetzt nur das da vorne schief. Aber ihr seht halt gleich, wie es ausschaut, wenn da was schief ist. 5 Sticker haben wir jetzt angebracht. Gar nicht alle. Ja, weiter geht's mit dem großen Finale. Wir sind bei der Bauzeit ungefähr 20 Minuten. Das ist. Wow, oh, schau, Lego, hallo. Du kannst es, aber leider Kratzer. Warum, Lego? So schade. Oh, Lego hat so viel richtig gemacht und dann ist es zerkratzt. Oh, ist jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber da ist ein fetter Kratzer drinnen. Aber so schön. Trotzdem. Ja. Der Sessel quietscht leider. Für Zeit, dass der ersetzt wird. So. Tun wir mal die Reifen rauf. Also mit diesem Deckel, mit dieser Glasfensterdach und den Reifen, seht ihr, wie viele Teile da schon mal wegfallen. Bei diesem Stapel, den wir da jetzt haben. Und ja. Also wie gesagt, ein bisschen über eine halbe Stunde für 2 Bauabschnitte. Ja, so. Oder sagen wir 40 Minuten, 30 bis 40 Minuten, die man so braucht bei dem Ganzen. So. So. Da sind wir jetzt bei der Seite. Das ist echt cool, ihr habt es ja schon gebaut und jetzt baut es dann noch was rauf, indem ihr das noch weiter reindrücken müsst. Also ihr müsst es ganz reindrücken da. Ach, irgendwas habe ich falsch gemacht. Ah, ich habe es falsch herum rauf dann, aber so kommt man drauf. Ha. Gut, das ergibt einiges an Sinn jetzt da. Falsch gebaut haben wir es. So geht's rauf. Und jetzt bauen wir mal nur eine Seite. So, dann hast du diesen Streifen da. Ah, ist genau verkehrt herum. Vorne kommt das rauf. Und jetzt da, wenn ihr das da rauf macht, passt das halt da perfekt. Setzt das, schließt perfekt ab. Das Dreier noch drauf. Dann haben wir eine Seite fertig, was das angeht. So, es wird fröhlich weitergebaut mit diesem Griff. Das flache, das ganze umdrehen, ja, dann dieses komische Teil, was ich nicht kenne, wo immer das ist, da, und das ganze einfach reingeben da, in dieses Griff, was wir vorher festgemacht haben, und dann seht ihr, wie das dann schön gelöst ist. Und genau solche Sachen meine ich, das ist halt Speed Champions. Ihr seht so toll, wie einfach die Teile verwendet werden können, um Sachen zu lösen, wo du denkst, wie werden die das jetzt machen? Ne? Nicht ganz so leicht, was die vorhaben. Und dann zeigen es doch, es geht.
Oh Leute, bedruckter Teil mit Ferrari-Logo. Yeah, seht ihr das? Wie geil ist denn das? Ma! Leute, Lego, wieso? Die machen mich fertig. Wie gesagt. Sie können es ja, wenn sie wollen. Leider wollen sie nicht oft genug, aber vielleicht ändert sich das ja bald. Man weiß ja nie. Ah, schau, und das geht jetzt einfach so drauf. Und das schaut echt cool aus da. Ja, also wenn ihr das Bauvideo nicht gesehen habt, oh, da ist noch ein bedruckter Teil. Wahnsinn. Ich bin wirklich baff gerade, wie viele bedruckte Teile wir da dabei haben. Leider wieder der nicht. Also gut, bei dem ist vielleicht schwer, ihn zu bedrucken, aber möglich wäre es 14, haben wir. Da gibt es 2x14. Seht ihr es, dass das dann so ausschaut? Dann macht es das wieder weg. Das Eckteil, das große Teil, gefolgt von dem da. Hinten kommt diese schiefe Schicht drauf. Ah, die kommt gar nicht drauf, die kommt nur so quer drauf. Und das könntest du genauso verwenden, dass es ein bisschen Spielraum habt, es nicht viel. Und das kommt jetzt einfach so unten rein da. Und dann habt ihr, es ist echt cool. Also da habt ihr dieses Sticker halt. Der vielleicht gar nicht notwendig wäre drin. Aber dann seht ihr, wie das da jetzt ist und dass das halt dann wieder so aufgestellt wird. Also wie gesagt, es ist schon cool. Speed Champions zum Bauen macht Spaß. Sie schauen toll aus. Wie gesagt, es gibt wirklich nur den einen einzigen Kritikpunkt. Und das sind halt leider die Sticker, aber sonst wirklich traumhaft. So, und jetzt kommen wir dazu. Ich brauche irgendwo dieses Graue, braucht man. So. Nein, nicht falsch machen. Jetzt brauchen wir dieses Ferrari-Logo da. Und ihr seht das mit dem Ferrari-Logo vorne. Der Zoom ist so, dass man da gar nicht sieht, wenn es näher hinhalt. So, und jetzt kommt unten noch so ein Teil drauf. Und das Ganze, ihr seht das wieder, wie es reinwandern wird, einfach, und das passt dann wieder perfekt. Versteht's? Zauberei, am Ende passt dann einfach irgendwie alles. Und dann hast du nirgends das Ferrari-Logo sehen. Sieht man gar nicht. Gut, nice. Nice try. Nein, aber sie haben das Teil halt jedes Mal bedruckt jetzt da, weil sie dann halt verschiedene Teile beilegen. Es ist halt immer so auf anderen Teilen und verwenden sie oft andere Teile, die vielleicht nicht so ideal sind. Oder was du denkst, warum verwenden sie das jetzt? Also es ist halt einfach wirklich nur deshalb. So, jetzt haben wir diese Seite mit dem Vierer. Perfekt, oder? So. Oh. Ich meine, dieser. Ich meine, eins muss ich ja sagen. In echt waren die. Also, ich weiß nicht, wie es damals war, aber bei den neuen Autos ist es ja so, dass die auch bedruckt. Also, nicht wirklich bedruckt sind. Die haben ja mehr so Folie drüber. Formel 1 Autos und so. Das ist halt schon ein Punkt auch. So. So, und jetzt müssen wir dieses komische Teil noch da festbringen. Und jetzt sind wir schon auf der Rückseite. Und ihr wisst, was das bedeutet, wenn wir da auf der Rückseite sind. Wir nähern uns dem großen Finale, weil das mit jedem Teil, was wir verbauen. So, in die Richtung schauend, bei beiden. Mit jedem Teil, was wir verbauen, kommen wir näher Richtung große Finale. Reifen aufstecken ist wahrscheinlich wieder das große Ding am Schluss. So. Legen wir das mal da hinten hin.
Und ja, das ist wieder das ganz Gleiche. Also jetzt passiert eigentlich das Gleiche noch einmal in die andere Richtung halt. Und trotzdem ist es wieder gleich cool wie vorher. So. So. Und das gleiche Teil gibt es dann noch leicht verdreht. So. Da wirft alles herum. Dann wird das wieder da so rauf dann einfach. Das seht ihr, wie das toll passt. Jetzt bauen wir wieder. Wenn ihr wisst, wo die Teile. Also merkt euch, wenn ihr ein Teil gehabt habt, wo es ist, weil ihr jedes Teil zweimal verwenden müsst. Aber irgendwie finde ich diese. Das nicht. Wenn es halt verkehrt da liegt, ist es halt auch schwer. Wir bestickern es zum Start. Ups. Als erstes tun wir trotzdem. Ich habe das noch auf den Finger umbicken. Weil wenn du weißt, wo das ist, tust du leichter mit dem Sticker draufkleben. So, siehst du das, dass du nicht verkehrt draufklebst? Wäre ja schade, weil dann ist genau für nichts. Kann natürlich auch passieren. So, wer mitgedacht hat, weiß nur alles, was passiert. Ist ein bisschen Denkspiel immer. Das sollte schon reichen da. Einfach rein so. Ja, setzt das. Perfekt. Jetzt kommt der nächste Teil. Ihr seht ja, wie das da innen so runter geht und dann außen aber trotzdem diese Wand ist, was echt cool ist. Jetzt machen wir wieder den Spaß da mit Schwarz auf. So. Und das da drauf. Und dann oben noch das flache Teil. Und das Ganze kommt dann da schön rein, so nach oben gerichtet. Jetzt kommt da die Wand, wo dann der Sticker raufkommt. Ist am wenigsten coole vielleicht. Und jetzt. Ah, da haben wir vorher einen Sticker vergessen. Setzt das. So schnell kann es passieren. Also das muss in diese Richtung gerichtet sein. Herschauend. Setzt das? Ich halte das jetzt schon raus, weil ich dort am Game bin. So, jetzt bauen wir es in die andere Richtung. Ja, ein bisschen grenzwertig, habt ihr es gesehen? Das ist genau das, was halt passieren kann. So. So. Da habt ihr schauen, dass ihr das richtig rauf macht. Da habt ihr jetzt wichtig mit den Ferrari-Teilen. Da sollte das Ferrari-Logo dann eben in die richtige nach außen schauen da. Und dann habt ihr es da oben. Und deshalb ja glaubt, dass das das Dicke ist. Da hat mir Lego reingelegt. Genauso, solche Sachen wollen wir mehr sehen, Leute. Warum nicht mehr? Jetzt tun wir die Radkappen überall hin. Dann noch einmal das da oben drauf. Gefolgt von dem da. Und dem da. Das machen wir jetzt bei beiden einfach hin. Okay. Jetzt kommen wir wieder weiter zu dem Quer da oben. Da seht ihr, wie schön das dann schon ausschaut. Also wirklich traumhaftes Set. Ich kann nicht viel kritisieren. Die Sticker. Alles andere ist einfach so toll.
so, ah, das werden die Scheinwerfer dann sein, die man von innen sieht. Und da wieder, das schaut an, wie man das baut, das ist so cool. So, der Griff, der ist nach oben schauend. Dann das da. Und das gleiche wieder in die richtigen anbringen, so dass man sieht. Und das kann schon sein, dass da dann was rauskommt. Schauen wir mal. Und jetzt, das ist auch so transparent mit beklebt. Es geht so einfach. Lego kann so viel. Lego kann so viel richtig machen, wenn es wollen. Boah, genial, wirklich. Das kommt auf der Rückseite dann hin, wenn man nicht weiß. Das wird dann mit dem Teil da befestigt, das oben. Und dann seht ihr, wie das haltet. Und jetzt müssen wir da noch das Einzelne da reinbringen. Das gleiche dann noch einmal bauen. In die andere Richtung schauend wahrscheinlich. So, und das Ganze dann nach unten drehend. So, da drauf. Auf dieses Teil da, und das haltet es eben in Position, und dann seht ihr, wie das ausschaut. Einfach nur traumhaft. Ja! GG, sage ich da nur, Anleger. Wie gesagt, das sind 20 solche bedruckte kleine Teile, die da dabei sind. Gefühlt. Vielleicht sind es mehr, vielleicht sind es weniger. So. Okay. Jetzt kommt in eine Richtung mit dem da, der anderen dem da. Das umdrehen und dann hast du es auch fertig da. Das heißt, das echt toll. Und jetzt geht's zum großen Finale. Schau. Ah, oh, Leute, wenn ihr euch ein Set kauft, kauft euch das. Allein ist es der Moment, wenn du das rauf tust und siehst, wie das ausschaut. Es gibt keinen Grund, dieses Set nicht zu kaufen. Der Wagen ist so schön, die Umsetzung ist traumhaft. Wahnsinn, Leute, Wahnsinn. Damit fehlt nur ein Sticker, schon länger. Und wir wehren uns den zu verwenden im Moment. Der wird aber jeden Moment kommen. Da kommen wir nicht aus. Aber traumhaft das Ganze. Schaut euch diesen Spalt an, echt cool. Da ist es jetzt egal, wie es rauf tut, weil so oder so, ihr könnt das Teil immer wieder umdrehen. Solltet ihr es dann einfach am Schluss schauen. Der letzte Sticker ist verbaut. Und das kommt dann so drauf, setzt das. Boah. Und schaut, dann hast du genau diesen Spalt von vorne, den wir gerade gehabt haben. Was fehlt jetzt noch? Glasteile. Diese Transparenz. Und das haben wir zweimal. Das war's dann, weil dann die restlichen Teile haben wir doppelt und dreifach. Also doppelt. Jedes Teil ist einmal zu viel von den kleinen. Das ist immer so. Und jetzt müssen wir das einfach so hinten anbringen. So, ein bisschen nach oben schauen. Ist jetzt mit dem kleinen Glasding da. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Und das kommt dann einfach so drauf, dann schaut das aus wie durch Magie, durch magische Hand. Ja, und so schaut es dann aus, Leute. So schaut es aus. Herzlich willkommen zum Kurs. Das war's! So schaut es nach dem Bau aus. Ein Traum in Rot, Grau und bald Gold. Und ihr seht die Kappe. Ja, Leute, Sticker da drinnen. Da Sticker. Das sind Sticker.
Sticker, da natürlich die gleichen Sticker, das auch. Und dann kommen wir zu dem bedruckten Teil, ja, das ist etliche Male dabei, auf beiden Seiten eine 1x1-Fliese, einmal bedruckt, da auch. Was ist noch bedruckt? Dieses Teil, das ist eine 1x2, so Flat-Teil, durchsichtig mit einem roten Druck drauf, zweimal. Das ist alles bedruckt, seht ihr das? Die ganze Figur, ihr seht das schon, alles bedruckt, so traumhaft. Und die Figuren sind auch traumhaft, also ich liebe die Figuren aus dieser Serie. Und wenn ihr jetzt die Reifen raufsteckt, dann habt ihr es geschafft. Das große Finale, Leute, wir haben sie schon beim Bauen der Minifigur schon ein bisschen gezeigt, jetzt werden wir es uns noch ein bisschen anschauen. Leute, es gibt keinen Grund, dieses Set, glaube ich, nicht zu mögen. Einfach nur genial. Schaut euch diese tollen Sachen an auf der Rückseite. Auspuffrohre, es ist so toll geworden, wirklich. Schaut diese Fig da, wie es reingeht da, dann geht es da drüber, oben setzt das, da geht es auch so rein. Da ist noch ein Sticker drin und dann da habt ihr diese Konturen, diese Deckel, werden diese Plankdeckel sein, ja, Motorhaube und einfach so toll. Setzt diesen Motor da unterhalb drinnen, ja, wirklich, von unten schaut so aus. Ja, stellt sie hin, genießt sie, denn ich denke, ganz ehrlich, da machen wir keinen Screenshot. Ja, schauen wir uns noch ein bisschen die Figur an. Ich zoome ein bisschen hin. Seht ihr diese Bedruckung? Die ist Wahnsinn. Rückseite nicht so viel. Kein zweites Gesicht. Das hat nur diese Augenbrauen dabei. Und ja, wirklich. Diese Gewandel sind so toll. Ihr könnt dann noch die Haare auch aufsetzen. Wenn er nicht gerade fährt, der Fahrer. Dann habt ihr diese lässige Haarteil-Frisur. Aber als Rennfahrer natürlich jetzt da reinsetzen. Das ganze Set komplettieren, indem wir ihn jetzt da reingeben. So, die Haare auch irgendwie rein, das wird sich schon ausgehen. Da. Ja, gut. Was haben wir da? Ein bisschen Spalt. Stört mir das? Nicht wirklich. Vielleicht war das in echt auch so, das weiß ich gar nicht. Aber schaut euch dieses Auto an. In Nahaufnahme. Und kauft es euch. Ich kann nicht anders sagen, es ist so toll und es macht so viel Spaß, es zu bauen. Zu sehen, hinzustellen, die Größe von dem Auto, allein weil das größer geworden ist, es ist so toll geworden. Leute, was soll ich sagen zu dem Auto? Es gibt eigentlich nicht viel zum sagen darüber. Du kannst nur sagen, ein paar Sticker zu viel. Trotzdem, wenn sie Sticker wegrechnen, gibt es einfach gar keinen Kritikpunkt. Das Set ist genial. 20 Euro für 291 Teile. Ab 1. März gibt es das. Danke nochmal die Spielzeugwelt-Regelbuch Ebner, dass wir das schon vorher bauen haben dürfen. Es hat riesen Spaß gemacht und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und schreibt es in die Kommentare rein, wie es euch gefällt. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Euer Bratom. Ciao.